Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Griechenland. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich bin so ein Idiot. Die Söldner wollte ich abdrehen. Ach, wie. Naja. Besser spät als nie. Und Mittelaltermärkte. Weil wir wollen schließlich die Handelsrepubliken bauen. Genau, wir wollen ja stilsicher nur demokratische Systeme einführen. Und damit brauchen wir die Handelsrepublik. Und die anderen von diesen besseren ignorieren wir mal. Dann später kommen dann eh wieder Sachen, wahrscheinlich. Erst dann später. Da kommen sogar drei Gesandte. Bist du irre? Kapitalismus. Ah, da kommt die Demokratie, Faschismus und Kommunismus. Gibt es nach der Demokratie, Faschismus und Kommunismus noch was anderes? Nein. Zumindest hier nicht. Gut. Was heißt das Wahlrecht? So, wir können was mit Glauben kaufen. In Argos nehme ich mal an. Und ich nehme an, eine Missionar. Tatsache. Dieser Missionar wird sich auf den Weg begeben, um die nächsten Städte von mir, nämlich Korinth in dem Fall. Oh, hey! Wir haben Eritrea vom Protestantismus befreit. Das finde ich ja schön. Oder irgendjemand zumindest. Möglicherweise hat das der Hinduismus gemacht und nicht wir. So großartig sind wir nämlich dann auch wieder nicht. Oh, Pantheon Gott des Meeres. Na, schau da was an. Und Athen wurde auch von uns befreit, also vom Zoroastrismus befreit. Naja, es gibt Schlimmeres. Machen wir mal. Themistokles. Galea. Und unser süßer Kleiner, der noch zwei Ladungen hat. Was macht der eigentlich da drüben? Naja, was weiß ich. So. Du gehst wieder zurück Richtung Heimat. Du gehst auch wieder zurück Richtung Heimat. Du wartest auf den Bogenschützen. Du schießt auf den da. Kriegst du eigentlich Erfahrungspunkte dafür, dass du auf die schießt? Ja, wirklich. Finde ich gut. Was heißt der Zweier da eigentlich? So, Eritrea hat einen Campus gebaut. Bauen wir eine Bibliothek als nächstes. Einfach, weil wir es können. Um zu zeigen, dass wir nicht ganz ungebildet sind hier. Ah ja, der Campus hat uns im Übrigen zu einem Gesandten bei Hattusa geführt. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das habe ich gemacht noch, bevor ich das neue Video gestartet habe. Und hat dazu geführt, dass wir Hattusa wieder beherrschen. Finde ich gut. So, schauen wir mal. Mykene, yes, wir können die Wassermühle so bauen. Fangen wir glatt mal an. Wassermühlen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Bogenschützen doch noch daher. Puh, 46 Schaden, bist du irre. So, na dann.
hoffe, wir werden diesmal mit einer Ladung das bereits schaffen, ihn zu bekehren, damit wir die anderen Ladungen auf Korinth werfen können. Denn ansonsten ist das ein ziemliches Nullsummenspiel hier. Andererseits, das wird sowieso sein, weil ich bin so nicht wirklich bereit, da sehr viel mehr zu investieren in die Religion. Gerade mal so viel. Gute Frage, was machen wir da? Wir können natürlich fliehen und ihn verbessern. Machen wir das. Ihr seid nicht würdig, euch in unserer Präsenz zu ahlen. Eure Macht ist so zerbrechlich, wie eure Armee schwach ist. Okay. Du hast mich aber gerade vorhin noch gemocht. Ja, Gott. Sag das noch nicht. Ach Gott, er hat mich versenkt. Das gibt's ja wohl nicht. Ich bin so ein Idiot. Ich glaube, wir brauchen ein paar Truppen. Meine Nachbarn werden schon unruhig. Schießt auf das Ding. Ah, vielleicht hätte man einen Schritt zurückgehen können. Ich glaube, wir hätten dann noch schießen können. War ich nicht schwer zum Sagen. Ist das da hinten? Na, das ist auch ein Hügelgebiet, oder? Ja, Hügel. Das heißt, ich hätte nicht schießen können. Na gut, jetzt kriegen wir einen kleinen Schlag von denen, obwohl ich hoffe, durch die sind wir flankieren. Oh, das ist interessant. Gut, jetzt habe ich ihn da, aber was mache ich mit ihm? Naja, wir könnten dieses Gebiet hier mal. Dieses Gebiet, das ist genau das, was ich jetzt machen will. Das will ich nämlich ausprobieren. Bevor er das nämlich macht, schauen wir uns nämlich an, wie viel wir da produzieren an Getreide. Und dann schauen wir uns den Unterschied an, wenn das dritte auch ist. Ha! Das ist eine gute Idee. Stehen bleiben.
den kann man auch schon aufrüsten, sehe ich gerade. Aber wenn wir ihn aufrüsten können, dann können wir ihn auch aufrüsten. Zum Pikier. Vielleicht sollten wir das Geld nutzen. Ha, wir sind hier zu altruistisch. Gut. Yay. Finde ich gut. Auf nach Korinth mit dir. Und hier ein Handel mit Rom. Naja, soll er machen. Ist ja nichts Schlimmes dabei, oder? Vielleicht sollten wir versuchen, Rom auch noch zu einem Freund zu machen von uns. Sagen, er macht nichts diese Runde. Offensichtlich können wir das nicht. Hey, wir haben einen Handelsposten in der Stadt Longxi erhalten. Ausgezeichnet. Schießt nur auf die Feigling. Gehen auf meine armen süßen Bogenschützen los. So, und wir haben wieder einen Händler zur Verfügung. Wo könnte der hinfahren? Oh, nach Longxi nochmal und mehr Geld kassieren. Hm, Rakerdet bringt einen Haufen Geld und Produktion und Essen. Und im Gegensatz zu den ganzen anderen widerlichen Städten macht mich das nicht religiös mit irgendeiner anderen Religion. Ja, wieso nicht? Da will ich eher Straße runter haben. Mhm. Na super. Das war natürlich jetzt blöd. Ich habe gehofft, dass da hinten nichts mehr ist. Aber denkst du? Bitte beschützt einfach dieses depperte Dorf, was da hinten ist. Na, das stirbt jetzt noch ein Bogenschütze von mir. Mit den 8 Dings, das mit den 8 Landeinheiten kann ich wohl vergessen. Definitiv, das kann ich vergessen. Ich glaube, wir werden dann, wenn wir da sind, auf den Feudalismus wieder umschalten. Wieso kann man
kann man da nicht einfach stehen bleiben? Wieso müssen wir Verschanzen machen oder Bereitschaft machen? Bereitschaft. Mhm. So, schauen wir mal, ob wir ihn retten können. Hey, eine große Persönlichkeit. Vielleicht sollte ich da auch manchmal reinschauen. Ein großer Schriftsteller. Na bitte. Dieser Schriftsteller ist von unserer Zivilisation inspiriert und in unser Land gekommen, um große Literaturwerke zu erschaffen. Ich schlage vor, dass wir sofort einen Ort suchen, um diese Meisterwerke unterzubringen. Okay. Hey. Wir haben einen Bonus für Aufklärung bekommen. Finde ich gut. So, was kannst du? Lieber. Mhm. Im Mondlicht allein trinken und Sommertag in den Bergen kann er schreiben. Zwischen den Blumen ein einzelner Becher Wein. Ich trinke allein, niemand ist da. Ich hebe meinen Becher, lade den hellen Mond zu mir ein und mit meinem Schatten sind wir schon drei. Das finde ich gut. Gut, wir haben ein großes Werk geschaffen. Große Werke ansehen. Und es liegt in unserem Palast. Wir haben keinen anderen Ort für diese großen Werke bis jetzt. Zwischen den Blumen ein einzelner Becher. Danke. Ah, wir haben da ein neues Bild gekriegt. Hatten wir das vorher auch schon? Das heißt, er kann zwei Literaturwerke bauen. Na, schau was an. Sehr gut, sehr gut. Wir haben da eine Akropolis. Vielleicht könnte man dort irgendwas reinbauen, damit wir diese Dinge loswerden. Ich weiß nicht, ob sich das mit dem vierten Handelsweg ausgeht. Was brauche ich für den vierten Handelsweg? Entweder einen Hafen oder den Koloss. Aber der Koloss wird das auch nicht fertig schaffen in der Zwischenzeit. Verdammt. Mit dem Hafen habe ich auch erst in 13 Zügen. Na gut. Missionar! Erfülle deine Pflicht. Bring den Zarathustrismus nach Korinth. Ah, sie mag mich wieder. Warum das? Was habe ich jetzt getan, dass sie mich wieder mag? Jetzt mag sie mich wieder nicht. Vielleicht wegen dem Handelsweg? Hm, was weiß ich. Ich bin viel zu friedfertig für diese Art von Spielen. So, offensichtlich gibt es keine anderen Orte, wo wir was unterbringen können. Wir könnten aber natürlich schauen, ob wir hier was kaufen können dafür. Immerhin haben wir einen Haufen Geld. Mit dem Markt, da können wir wahrscheinlich nichts reinbauen. Leuchtturm wahrscheinlich auch nicht. Die sowieso nicht. Gut, vielleicht im Campus. In der Bibliothek vielleicht. Ha, die haben wir jetzt gerade fertig gemacht. Und das? Warte mal, schauen wir mal nach. Vielleicht haben wir jetzt in der Bibliothek einen Platz. Hm, nein, doch nicht. Und wo können wir... Verdammt. Wo können wir sowas hinbauen? Städte? Nein. Welt? Nein. Kampf? Nein. Luftkampf? Nein. Einheiten? Nein. Wissenschaft und Technologie? Nein. Kultur? Warte, Kultur vielleicht? Nö. Goldene Ökonomie? Nein. Glaube Region, Diplomatie. Stadtstaaten, Handel, Regierung und Politiken? Noch nicht. Große Persönlichkeiten einsetzen. Na, okay.
Flughafen, Tourismus, große Werke. Ha. Es gibt 5 Arten von großen Werken. In welchem Ding finde ich die? Ach Gott. Seebäder? Es gibt Seebäder? Okay. Nationalparks. Schau da was an. Filmen und thematisieren. Sieg und Niederlage. Teams. All das interessiert mich nicht. Ah, okay, gut, dann machen wir Städte. Vielleicht gibt es da irgendwas Gebäude. Gibt es eine Liste an Gebäuden? Ah, das sind die Konzepte. Staatsoberhaupt, Stadtstaaten. Oh Gott. Ah, da kann man die einzelnen Stadtstaaten anschauen, was sie können. Na gut. Interessiert mich nicht. Bezirke. Gebäude. So. Bibliothek. Was kann die Bibliothek? Ein Punkt für einen Wissenschaftler. Gut. Das heißt, da bringen wir sowas nicht unter. Forschungslabor. Universität vielleicht. Auch nicht. Oder? Nö, schaut nicht so aus. Was ist die Madrasa, die ersetzt die Universität? Das können nur die Araber, die macht ein bisschen mehr Wissenschaft. Okay, gut. Also in der Universität werden wir sowas nicht los. Flughafen und Hangar wahrscheinlich eher nicht. Hafen? Nein. Heilige Städte? Wahrscheinlich auch nicht. Industriegebiet, Lager, Stadtzentrum? Hm. Theaterplatz vielleicht, was ist mit dem Amphitheater? Ah, 2 große Literaturwerke. Amphitheater müssen wir bauen. Aber warte mal. Wir haben doch das schon. Können wir kein Amphitheater kaufen? Doch, aber das kostet zu viel, nämlich 600. Ganz schön teuer. Aber andererseits lohnt es sich vielleicht, weil bis der Koloss fertig ist und bis wir ein Amphitheater bauen, wer weiß, wie lange das noch dauert. Na gut, das heißt, wenn wir 600 haben, dann machen wir das. Würde ich fast sagen. So, gehen wir mal zu den nächsten Truppen. Okay. Wenn der in die Richtung geht, nach unten, führen wir mal den Dings, führen wir mal den... So, du bleibst mal stehen. Warte mal, haben wir den Zauberatrismus? Nein, haben wir nicht, das ist grau oder schwarz. Na dann, verbreiten wir die Religion. Und das ist noch immer nicht zauberatristisch. Wir haben noch immer Gott des Meeres, nur... Verdammt. Na gut. So. Das heißt, wir können keine Akropolis hier bauen. Handelszentrum, Markt. Wir könnten einen Markt bauen. Was macht ein Markt? Einen großen Händler. Oder einen Campus oder heilige Städte. Brauchen wir heilige Städte? Wozu brauchen wir heilige Städte? Das ist so unfähig in der Religion. Campus vielleicht? Hm. Aquädukt. Unterhaltungsviertel. Ich weiß nicht, was das bringen soll. All dieses Zeug. Ein Lager vielleicht. Hm. Sachen. Ah, oder ein Siedler. Hm. Nein. Wir bauen einen Reiter. So was haben wir noch nicht. Das ist gut. So, und wir haben hier ein neues Dings, die Pumsti. Das ist zuerst nach Karthago gegangen. Da werden wir es aber nicht mehr hinschicken. Wo schicken wir es jetzt hin?
nicht, Athen auch nicht. Ja, so gute Sachen sind das jetzt auch wieder nicht. Delhi vielleicht, auch immer noch eine Produktion und 5 Geld und dann Glauben. Ich weiß nicht, ob Glauben so wichtig da ist. Hinduismus ist bei uns, glaube ich, dann nicht so dramatisch, wenn wir uns holen. Kabul, das würde nichts dem Inder bringen, aber es würde mir auch weniger bringen, als wenn ich es nach Delhi oder Kalkutta oder so schicke. Nach Delhi. Delhi bringt ein Glauben mehr. Andererseits, das ist auch ein Verbündeter von mir. So gesehen kann man das ruhig machen. Beginnt den Weg. Und passt. Außerdem, wenn wir in Delhi ein Zentrum haben, können wir weiterfahren dann. Vielleicht kriegen wir noch lohnendere Ziele. So, du brauchst auf jeden Fall einen Kornspeicher. Weil du produzierst zu wenig Essen. Was? Dann machen wir die Söldner weiter. Das mit den 8 Landeinheiten ist sowieso. Was haltet ihr davon? Du willst das Mondlicht kaufen für einen Haufen Geld? Das bringt 4 Kultur und 4 Tourismus. Und würde mir einen Platz machen für das andere Werk. Andererseits, wieso sollte ich das tun? Du kriegst dann für immer und ewig 4 Kultur und 4 Tourismus? Nö, vergiss es. Du kannst mich gern haben, außerdem du magst mich eh nicht. Aha, das will jeder von denen. Du willst mir sogar 14 zahlen für 30 Runden. Bist du deppert? Nein. Das gehört alles mir. Meins, meins. Du wirst mir gar nichts zahlen. Das bisschen Salpeter spinnst du? Zu schade. Dieses Werk ist unverkäuflich. Wenn wir tauschen irgendwelche Werke, die ihr habt, vielleicht. Noch ein Handelsposten. Oh, wir haben mit Delhi schon Handel geführt vorher. Wahrscheinlich von irgendeinem anderen aus. Von irgendeiner anderen Stadt aus. Gar nichts. Von hier aus haben wir mit Delhi gehandelt. Mist. Vielleicht solltest du mit unseren Städten handeln, um ihnen unsere Religion zu bringen. Plus 2 Nahrung von Bezirken in Eritrea. Kriegt Eritrea auch was dafür? Frage ich mich gerade. So, ich habe einen Gesandten. Wo setzen wir ihn ein? Karthago? Puh, der ist 2 vorne. Na gut. Obwohl rein theoretisch wäre Karthago natürlich sicherlich... Ah, Eingebung für öffentliche Verwaltung. Was brauchen wir dafür nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Würden wir übernehmen. So, jetzt schauen wir mal. Öffentliche Verwaltung. Was war das noch einmal? Das ist die öffentliche Verwaltung. Da ist die öffentliche Verwaltung. Was braucht das nochmal? Eine Stadt auf 10. Das werden wir schaffen. Und wir wollen Karthago auf unserer Seite haben, damit wir da mit den Schiffen durch können, endlich. Das mit den Gesandten.
Kabul würden wir dafür übernehmen und Hattusa hätten wir die zweite Dings auch noch. Hätten wir noch mehr Wissenschaft von dem Campusbezirk. Wir haben eh nur einen. Kabul hätten wir das mal probieren auch. Da hätten wir plus zwei Produktion im Lager. Na, Lagerbezirk haben wir eh keine. In Karthago. Ah, nein. Ich muss noch auf OK drücken. Idiot. Nicht richtig. So, naja, an dieser Stelle werden wir für heute wieder Schluss machen, Herrschaften. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis später dann.